länger da, Sky Air 2432, go ahead. Ja, die ist da. Das kann ich machen. Ihre Mutter möchte Sie sprechen. Ja, hallo? Mutti, sag mal, warum rufst du mich hier über die Flugsicher? Weil ich in den letzten Wochen halt ein bisschen viel zu tun hatte, des... Nein, ich weiß nicht, wie weh das einer Mutter tut. Ich bin ja noch keine. Es ist aber meine biologische Uhr. Nein, das ist kein Egoismus. Wieso denn lesbisch? Weil ich den jungen Herrn hier rechts neben mir erst vor 3 Stunden kennengelernt habe und mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe, ob wir nachher in Toronto zusammen ohne Kondom... Ja. Ja, fliegen ist gefährlich. Ja, wegen der Strahlung. Ja, gut, ich creme mich ein. Ja. Ja, ich dich auch mit. Ja, tschüss. Was passiert? Nein. Ja, wie die Mütter eben so sind. Und deshalb frage ich dich, Heike Glober, willst du den hier anwesenden Gerd Stöcker zu deinem Ehemann nehmen? Ja. Ja, die ist da. Das kann ich machen. Ja, einen Moment. Da ist ein Anruf für Sie. Hallo? Mutti, warum rufst du gerade jetzt? Ja, ich hab zu tun. Ich heirate gerade. Weil du sowieso nicht gekommen wärst. Ja, ich weiß, dass du Gerd scheiße findest. Ja, aber es ist mein Leben, das ich versaue. Weil er viel Geld hat. Nein, nein, wir haben keinen Ehevertrag gemacht. Ja, richtig, weil ich dann die Hälfte... Ja, okay, ich dich auch, Mutti. Ja, ich rufe dich morgen. Ja, tschüss. Was war das denn? Wie mutig so sind. Können wir weitermachen? Ja. Willst du ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt. Guten Tag, ich möchte gerne Anzeige erstatten. Ja, bitte. Und zwar wegen Fahrerflucht. Mein Auto. Erster Name. Verena Leuer, L-E-U-E-R. Polizeihauptkommissar Hafner? Bitte? Wen wollen Sie als vermisst melden? Verena Leuer? Ja, aber woher haben Sie... Aber Moment, Moment. Ich glaube, das ist für Sie. Hallo? Mutti, warum rufst du mich bei der Polizei an? Wie vermisst eine Anzeige? Nur weil ich nicht zurückgerufen habe? Das ist aber echt... Warum ich bei der Polizei... Nein, nein, das hat nichts mit meinem Drogenkonsum zu tun. Also wie der Bulli hier aussieht, ist er selber jeden Abend stoned. Nein. Mach selber eine Anzeige. Ja, wegen Fahrerflucht. Genau, und dann schön die Versicherung abzocken. Ja. Ja, wegen der Macke, die ich mir da letzten Sonntag besoffen reingefahren habe. Nein, das ist alles. Verspreche ich dir. Doch. Ich dich auch, Mama. Ja, tschüss. So. Fahrerflucht? Ja. Und zwar wollte ich zu meinem Auto und dann habe ich das erst gar nicht wiedererkannt, weil mir irgendein Idiot vorne links voll die Beule reingefahren hat. Na, jetzt steht mein Job halt auf der Kippe, ne? Und Gerds Vertrag soll wahrscheinlich auch nicht verlängert werden. Jetzt haben wir uns gerade das Haus gekauft. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Jung, heißt eine von Ihnen Nettie Weiß? Ja, ich. Ihre Mutter ist am Telefon. Ja. Mutti. Ja. Ja, ich bin gerade im Restaurant. Wo du mich gerade an... Ja, natürlich achte ich darauf, dass ich genügend Vitamine zu mir nehme. Ja, ein Salat. Hä? Ja, ich weiß, dass meine Brüste mal größer waren.
Nein, ich bin nicht mit einem Mann hier. Meine beste Freundin. Ja, genau, die karrieregeile Bohnenstange. Nein, natürlich will ich nicht so enden wie die. Ja, ich zahle, die ist nämlich gerade pleite. Ja, mach ich. Ja, tschüss, Mutti. Meine Mutter, Entschuldigung. Schöne Grüße. So, wo waren wir? Ach ja, bei dir läuft's ja gerade nicht so gut zu Hause, ne? Hallo Gabi, du, wie sag ich das jetzt? Ich glaube, das mit uns funktioniert irgendwie nicht mehr, sorry. Ich habe auch eine andere Frau kennengelernt und ja, ist halt jetzt so. Mach's gut. Hi Gabi, ich bin's. Du hör mal, der Chef hat gesagt, die Firma muss Stellen abbauen. Die schmeißen reihenweise Leute raus und ich habe gehört, du bist auch dabei. Sorry, ich wollte es dir nur sagen, damit du es gleich erfährst. Ne? Tut mir echt leid. Hallo Schatz, Papa ist tot. Herzinfarkt, er ist im Garten einfach umgefallen. Die Beerdigung ist am Samstag. Ruf mich zurück. Hey Schwesterherz, Papa hat nochmal dein Testament geändert. Du erbst gar nichts. Geil, oder? Ja, guten Frau Grüßler, Praxis Dr. Benzo. Dr. Benzo selbst hier. Ich wollte nur sagen, die Ergebnisse Ihrer Tests liegen vor und leider... melden Sie sich doch bitte, ja? Dringend. Auch nachts. Scheiße! Das kann doch nicht... Mann, scheiße, ich hasse sowas. Hallo, bist du schon da? Ist was passiert? Du siehst ja total fertig aus. Guck dir das mal an. Ein riesen Joghurtfleck auf meinem neuen Oberteil. Oh, scheiße. Na, das kannst du wegschmeißen. Sag mal, war was für mich in der Post? Nee, aber auf dem Anrufbeantworter ist irgendwas für dich. Mann, das schöne Oberteil.